Berühmt? Vielleicht. Der eine oder andere schätzt meine Dichtkunst. Und das reicht mir auch schon. Doch ihr wollt ein Ork-Gedicht. Welches Thema interessiert euch? Krieg? Blut? Rache? Ich kenne einen besonders bildhaften Vers, der die Vorzüge des gründlichen Ausweidens beschreibt. Über Liebe? Für einen Ork? Wir reden hier über Orks, richtig? Dieses gewalttätige, stets schlecht gelaunte und kriegslüsterne Völkchen? Diese Orks? Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt über Liebe dichten. Ganz bestimmt nicht wie die Bretonen und die Nord. Vielleicht könntet ihr euch für ein rotwardonisches Liebessonett begeistern? Lasst mich nachdenken. Oh, natürlich. Kennt ihr das Gedicht über den Krieger, der seine Axt liebt? Ode an eine Streitaxt, heißt es, glaube ich. Ich schätze, ich könnte ein, zwei Worte daran ändern und dann sollte es für eure Zwecke genügen. Zweifelsohne. Ich ändere einfach meine Axt in meine Liebe. Und Verlangen nach Blut wird zu Verlangen nach euch. Nicht gerade mein übliches Niveau, aber ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, dass es einen gewissen Charme hat. Ihr seid zurück. Habt ihr den Helm meines Großvaters gefunden? Ihr habt also den Helm zurückgebracht und die Kreatur getötet, die ihm das Leben nahm, Ihr habt Korkrak eine große Ehre erwiesen. Hier, er hätte gewollt, dass ihr das bekommt. Wandelt in Malakats Schatten. Hier, Großvater. Ein ordentliches Steingrab. Und euer Tod wurde von einer wahren Kriegerin gerächt. Möge deine Seele zu Malakats Klinge geschmiedet werden. Yeah.
Vor all diesem Unfug mit dem neuen Orsinium respektierten die Leute noch den Wunsch des edlen Einsiedlers nach Abgeschiedenheit. Glückwunsch, ihr habt mich gefunden. Was seid ihr? Noch so ein verliebtes kleines Ding, das die Zuneigung einer Ork gewinnen möchte, die viel zu gut für euch ist? Fort mit euch. Ich brauche Monate zum Brauen meines Ales. Und ich gebe meinen letzten Rest nicht einfach so her, damit ihr einen Abend voller Leidenschaft erleben könnt. Ein Ork ohne einen romantischen Trieb und einen gesunden Durst auf Ale ist nicht einmal sein Gewicht in Hawker-Eintopf wert. Aber ja, mein spezielles Gebräu ist bekannt dafür, diesen Trieb zu verstärken. Besonders bei Frauen. Deswegen bleibe ich hier draußen und stelle es nur in kleinen Mengen her. Was ist so? Hört gut zu, Fremde. Ich verwende nur die besten Zutaten und das frischeste Quellwasser, um mein Ale zu brauen. Und da habe ich noch nicht mal die 7 geheimen Gewürze und die jahrhundertealte Hefe meiner Mutter erwähnt. Es hat ordentlich Bums und macht, was es soll. Seltener Nordmet? Ist das... Ja, das ist er. Ich habe Geschichten über Voljas summenden Met gehört, aber ich hatte nie die Gelegenheit, ihn zu kosten. Nun gut, in Ordnung. Lasst uns tauschen. Ich frage mich, ob sie wirklich eine Biene in die Flasche getan haben. Voljas summender Met, hört! Er brummt wirklich! Ich kann's kaum erwarten, ihn zu trinken! Was im Namen von Malakats linkem Hauer? Woher kommen die vielen Bienen?
Meine Freundin, willkommen zurück. Doch sagt mir, habt ihr es geschafft, die Zutaten für meinen Abend voll orkischer Romantik zu besorgen? Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Rigors Herz tanzt wie die Gäste in der Feuergrube im flammenden Netz. Wie haben allen meine nordischen Geschenke gefallen? Waren sie ganz außer sich vor Begeisterung? Wirklich? Das zeigt ja, dass sich alles zum Guten wenden wird. Es muss eine Königin gewesen sein, die sie in den Met getan haben. Aber Botschafterin Lastuta wird jeden Augenblick hier sein. Sie meinte, sie hätte Dokumente, die ich unterschreiben soll. Schnell, gebt Rigor die Liebesgegenstände. Wollkrabbenkäse, ein besonderes Ale und ein orkisches Liebesgedicht. Sogar ein stinkendes Ork-Parfüm. Meine Dankbarkeit und meine Verwunderung sind grenzenlos. Und da kommt auch schon Lastuta, meine süße Kokette. Schnell, meine gute Freundin, ihr müsst euch verstecken. Botschafter Rigurd, ich habe diese Dokumente. Komme ich ungelegen?
Ach, meine süße Lastuta. Rigord hat Geschenke voller orkischer Zuneigung. Botschafter Rigord, das ist höchst unschicklich. Wartet, rieche ich da schlattere Käse? Meine Süße, meine Klinge, geliebte Dame mein, dein Knauf passt in meine Hand wie die in einen Handschuh rein. Unsere Anziehung soll nie verkümmern, selbst wenn wir ihm den dicken Schädel zertrümmern. Botschafter Rigord, derlei Verhalten kann ich nicht dulden. Aber meine Jadegöttin, ich verstehe nicht... Oh, Rigord, achtet nicht auf Lastuta. Ihr habt mit euren lieben Geschenken mein Herz gewonnen. Ulfala, das ist höchst verwirrend. Rigord hatte keine Ahnung, dass ihr solche Gefühle hegt. Wie könnte ich nicht? Ihr habt schließlich das uralte Heiratsversprechen gegeben. Wir sind jetzt verlobt. Rigord hätte nie damit gerechnet. Wartet, was? Ich habe ein Gerücht gehört, wonach jemand sich in das lichtlose Kerkerloch gewagt und den letzten Aeleiden-König gerettet hat. Ihr sucht nach Arbeit, ja? Gut. Wir können euch brauchen. Die Leute hier haben allerlei Probleme, die eine gute Soldklinge lösen kann. Diese Kontrakte häufen sich immer mehr auf und meine Mannschaft ist ausgebucht. Also, was sagt ihr? Wollt ihr euch die Hände schmutzig machen? Der hier ist so ein bisschen rührselig. Tasek, unser Kunde, vertritt einen ganzen Haufen Orks, die Angehörige an diesen stinkstiefeligen Zauberer Gorla den Finsteren verloren haben. Es klingt, als hätte er ihre Freunde und Angehörige in untote Sklaven verwandelt. Das Volk möchte die Geister ihrer Liebsten befreit und die Nekromantie beendet sehen. Nehmt das. Wenn man ein Skelett oder einen Zombie fast in Stücke gehauen hat, kann man die Fiole der Ruhe einsetzen, um den Geist in dem Untoten damit zu befreien. Tasek kann euch mehr erzählen. Er ist dort drüben, am Schrein. Mein Großvater hat mir Geistergeschichten über Tukosot erzählt, als ich noch ein kleiner Welpe war. Geschichten, die er von seinem Großvater hatte. Nach allem, was ich gehört habe, ist dieser Gorla, der Finstere, sogar noch schlimmer. Seid vorsichtig da draußen. Manchmal stelle ich mir die gleiche Frage.
Ich bin ein Kontraktmakler für die Drachenstern-Karawanen-Kompanie. Wir ertrinken geradezu in Kontrakten, seitdem Kurok sein kleines Projekt zur Verschönerung seiner Heimat begonnen hat. Wir haben nicht genügend Leute, um da richtig nachzukommen. Ja, wir sind ein Eigentumsschutzkonsortium. Eine ziemlich klangvolle Beschreibung für einen Haufen Schläger, die Nasen für Geld brechen. Meist fungieren wir als Karawanen-Eskorte. Aber wir nehmen eigentlich jeden Auftrag an, solange er gut bezahlt ist. Ha! Nein, nein. Ich habe schon genug gierige Schläger auf der Lohnliste. Das ist reine Auftragsarbeit. Wir geben euch einen Auftrag und bekommen einen Anteil am Erlös. So einfach ist das. All diese Geister, die von Gorla dem Dunklen gefangen wurden, ihres Lebens und ihres Ruhms beraubt. Es ist eine Tragödie, und zwar eine, für die wir gern den Vorhang fallen sehen würden. Ja, natürlich. Die Familien der Opfer von Gorla dem Dunklen legten sämtliches Gold zusammen, das sie hatten, und ließen damit die Fiole der Ruhe anfertigen. Sie hat die Macht, den Geist vom Körper zu trennen. Die Nekromantie, die diese Geister gefangen hält, ist äußerst mächtig. Die Leiber werden so gut wie vollständig vernichtet werden müssen, wenn die Fiole ihr Werk ganz verrichten soll. Nicht gerade die eleganteste Lösung, aber Gorla zwingt uns dazu. Möge Malakath ihn geißeln. Leider nein. Bei den mächtigsten Kreaturen wie den Knochenkolossen ist es schon zu spät. Ihre Geister wurden so sehr zerrissen und verdorben, dass sie nicht mehr zu retten sind. Und die Fiole enthält auch nur ein begrenztes Maß an magischer Kraft. Ihr könnt einige der Geister befreien,